Hose fröhlich, echter Patientenfall. Und zwar zur Thematik unterwegs Essen to go, worauf kann ich achten? Also, ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ich stecke heute hier in Hamburg, das ist hier so ein Bild in der Europapassage. Und ich werde ganz häufig in der Praxis gefragt, was man machen kann, worauf kann man achten, wenn man unterwegs ist. Und was kann ich unterwegs Gesundes sozusagen essen, wenn ich nichts mitnehme? Es ist an der Stelle so, dass man immer gucken muss, die Restaurants sind ja häufig immer schnell mit verfügbaren Kohlenhydraten, also Kartoffel, Reis, Nudeln, Teigwaren. Das heißt, da ist immer die Menge entscheidend. Man kann immer gucken, dass man eine Eiweißquelle dazu nimmt und dass die Eiweißquelle an der Stelle tatsächlich ja gut ist, wenn Muskelaufbau, Zellaufbau, Gewichtsabnahme, je nachdem, wo ihr hin wollt. Dann gibt es die Möglichkeit Gemüse, Salate. Wenn ich Brot habe, kann ich Eiweißquelle mit Käse, mit Fisch, mit Fleisch, Hackfleisch zum Beispiel ist auch eine gute Möglichkeit. Man guckt heute in der Regel mehr auf die Kohlenhydrate, weil die immer den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Und naja gut, die idealste Version wäre ja immer, man nimmt euch was zu essen mit. Ein Brot mit Belag zum Beispiel, Brotdose mit Gemüse, Kräuterquark. Wenn ich jetzt Intoleranzen habe oder vielleicht im Restaurant auch nicht so gut essen kann, aus bestimmten Gründen, Glutenintoleranz, alles was es so gibt, dann ist es natürlich immer sinnvoll, die Brotbox zu nehmen und selber Essen mitzunehmen. Ja, ich finde ja die Bilder hier, zeige ich euch nochmal ganz nett. Das ist hier einfach ein Anteil, genau, von Hamburger Panorama an der Alster, ist einfach nett. Also, ihr Essen mitnehmen oder ihr überlegt euch immer, wo habe ich die Kohlenhydrate, wo habe ich das Gemüse, wo habe ich das Eiweiß. Ich habe zum Beispiel heute Zurcreme mit Kartoffel und Champignons in der Pfanne gegessen, als wir unterwegs waren. Ich wusste aber, wo es das gibt und habe in dem Restaurant sozusagen dann auch gesunde Quelle ausgesucht. Also, ganz liebe Grüße zu euch, habt einen schönen Tag, liebe Grüße und wenn ihr in Hamburg seid, viel Spaß!